Ja, hallo, meine lieben Freunde, Freelancer, Softwareentwickler, IT, Digitalexperten und sonstige Berater und Coaches und Agenturen. Heute möchte ich mal ganz gerne mit euch diese Woche Revue passieren lassen. Das ist also sozusagen die letzte Woche, die vorletzte Woche im März 2024. Nächste Woche ist dann mein Geburtstag. Juhu! Und da wird eine satte Zahl auf den Tisch gelegt, die werde ich euch jetzt nicht verraten. Die verrate ich euch erst nächsten Dienstag. Also auf jeden Fall schon mal den Kanal abonnieren. Das ist auf jeden Fall ein halbes Jahrhundert, habe ich dann überschritten. Ja, genau. Und also da gibt es noch ein tolles Video und dann nicht auf gar keinen Fall verpassen. Schon mal vorweg, Kanal abonnieren, ja. Also zum nächsten, was ich hier ganz gerne mit euch besprechen möchte, ist sehr, sehr wichtige, krasse Learnings, ja. Also letztendlich, ich hoffe, das Ding hier funktioniert. Ich möchte gerne mal auf den Punkt kommen. Ich habe noch mal was dazu gelernt, nach so vielen Jahren und Jahrzehnten. Es gibt teilweise bis zu vier bis fünf. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein großes Systemhaus, wie jetzt zum Beispiel Accenture oder sowas, auch noch dazu zählt, ja, dann gibt es letztendlich bis zu fünf teilweise Layer. Ja, und ich meine, das wusste ich natürlich vorher auch schon, aber mittlerweile ist es sogar so, und da komme ich gleich drauf, eine Besonderheit nochmal, die ich diese Woche auch wieder dazulernen musste, dass teilweise Recruiter, also Vermittler, ja, im herkömmlichen Sinne, die relativ weit unten angesiedelt sind, in der Hierarchie, also sagen wir mal Recruiter mit vielleicht ein paar Mitarbeitern oder vielleicht sogar Freelancer-Recruiter oder ein paar Dutzend Mitarbeiter, dass die teilweise jetzt nicht genügend Leute finden in der IT-Branche, insbesondere Softwareentwickler, gute Softwareentwickler, Senior-Softwareentwickler und dergleichen, dass sie letztendlich, obwohl sie Vermittler sind in der dritten und vierten Hierarchie, was es genau bedeutet, erkläre ich gleich, teilweise direkt auf Dienstleister losgehen. Also letztendlich gehen sie auf Dienstleister los, um diese zu rekrutieren für Jobs, die sie dann weitervermitteln an andere Vermittler, die Vermittler dann sozusagen wieder weiter an andere Vermittler und diese dann letztendlich an einen weiteren Dienstleister. Also wäre es dann nicht einfacher, wenn man einfach diese ganzen Vermittler, die da so irgendwie dazwischen sind, irgendwie neutralisiert und einfach mal direkt auf große Systemhäuser zugeht und dort Partnerschaften akquiriert. Das ist zufälligerweise genau das, was ich und was wir in meiner Firma mit unseren Kunden machen. Ja. Und zwar mittlerweile europaweit. Ja, okay. Wäre eine Überlegung wert. Generell sind Vermittler ja nicht verkehrt. Aber dann bitte schön maximal einen. Ja. Denn da reden wir hier teilweise von Margen jeweils von im allerkleinsten Falle 10-15% und im Normalfall vielleicht sogar 20-25% oder vielleicht sogar 30%. Und was bedeutet das jetzt mal ganz konkret? Jetzt rechnen Sie das doch mal aus. Ja, du hast jetzt halt hier, bist jetzt ein SAP Senior in Softwareentwickler und kriegst halt irgendwie hier deine 100, sag mal, also manche, die machen ja sogar noch 100, unter 100 Euro, also 90 Euro. Ja. Als Senior Softwareentwickler, also du hast jahrzehntelang Erfahrung und machst unter 100 Euro. Mal angenommen 90. Ja. Mal angenommen, das ist deine absolute Untergrenze. Ich habe auch schon 85 gehört. Zur Einfachheit machen wir jetzt mal 90. Ne. Dann sind wir jetzt bei 90 und dann wirst du einmal vermittelt, zweimal vermittelt, dreimal vermittelt, also wirst nach oben geschoben und dann der eigentliche Dienstleister, ja, in dem Fall jetzt irgendwie ein großes Systemhaus, ja, verkaufe ich dann weiter für 165, dann sind wir bei 75 Euro Unterschied. Und jetzt Achtung, pro Stunde, hallo, ja, also jetzt haben wir hier pro Stunde 75 mal 8 Stunden am Tag, also die meisten sind ja Vollzeit, ne, die Dinger, dann sind wir hier bei satten 600 Euro am Tag. Satte 600 Euro jeden verdammten Tag, wo du dort arbeitest. Jetzt machen wir das Ganze mal, ich glaube, die Freelancer-Rechnung geht bei 21,5 Tage im Monat.
Der Einfachheit halber machen wir mal 21 Tage, sind wir bei satten 12.600 Euro. Nur wenn du alleine es schaffst, direkt einen Auftrag zu gewinnen und du musst nicht einmal ganz direkt einen Auftrag gewinnen, sondern einfach nur über einen größeren Dienstleister. Und zufälligerweise habe ich mit einigen von denen schon jahrelang zusammengearbeitet. Also wenn es du dann sogar noch schaffst, direkt dich zu platzieren mit unserer Hilfe bei Klein Marketing, bei einem, dann sind da vielleicht nochmal bis zu 20% nochmal on top. Aber jetzt gehen wir mal von diesem Mittelwert hier mehr oder weniger aus. Ne? 12.600 Euro, die du mehr in der Tasche hast, du machst das Gleiche, die exakt gleiche Tätigkeit, die exakt gleiche Zeit wendest du auf. Also Zeit und Energie ist exakt das Gleiche, hast aber trotzdem 12.500 Euro mehr in der Tasche, netto zusätzlich der Mehrwertsteuer. Und das ist halt schon, also mit Mehrwertsteuer ungefähr 15.000 im Monat, die du zur freien Verfügung hast. Einfach nur dadurch, dass du dir direkten Kunden holst oder zumindest in erster Instanz. Ja, okay, also nochmal, ich habe jetzt hier leider kein Whiteboard in dem Raum. Ja, ist auch ein bisschen ungünstig. Muss ich mich mal beschweren, warum das so ist. Das ist hier so eine Art Community-Raum Raum hier in dem Büro, wo ich hier bin gerade. Und das ist halt wirklich nochmal, ich meine, Leute, ich bin jetzt wirklich ein bisschen abgespannt. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr auf der höchsten Energiewelle, weil es ist jetzt Freitagabend und ich habe wirklich hart gearbeitet. Was meine ich damit? Ich gehe abends um 10 ins Bett und stehe morgens um 5 oder 6 Uhr auf, ohne Wecker, weil ich mich gesund ernähre und zu den richtigen Zeitpunkten gut ernähre und weil ich getrieben bin von einer Vision. Ich möchte es schaffen, dass Freelancer, die teilweise Familien haben, 2, 3 Kinder, 4 Kinder, ja, die irgendwie super geskillt sind, ja, also die einen Wissensschatz haben ohne Ende, die gebraucht werden da draußen, aber trotzdem in ihrer ganzen Miete nicht zurechtkommen, mit ihren Kindern, dass sie die nicht zu den richtigen Schulen schicken können, ja, dass sie ihr Haus abbezahlen müssen, dass sie jetzt irgendwelche Heizungen einbauen müssen und mit diesen ganzen Belastungen, die da oben drauf kommen, ja, und dass sie einfach mal eben kurz 12 an, also brutto 15.000 Euro im Monat liegen lassen, nur weil sie es nicht schaffen, direkt sich einen Kunden zu holen oder sich direkt die Aufträge zu holen. Und das musst du halt, die Hürde musst du einmal genommen haben. Die Hürde musst du einmal genommen haben, mein Lieber. Ein einziges Mal. Und dann geht's, von da an rollt der Stein. Ja, und dann geht's eigentlich nur noch bergauf. Und bei dem einen oder anderen ist es ein bisschen schwieriger. Ja, da muss man halt ein bisschen was aufbereiten, ein bisschen was aufforsten. Ja, die ganzen Dokumente, die du so hast und so weiter, deinen Lebenslauf ein bisschen umschreiben und so weiter. Also nicht unbedingt wie so ein Freelancer eben schreiben, sondern einfach dich wie eine Firma verkaufen und da helfen wir dir eben. Und dann hast du einfach rucki-zucki 15.000 mehr in der Tasche und dann sind die paar tausend Euro, die du uns bezahlst, einfach nur mal, sagen wir mal, ja, so eine kleine Provision an uns, kannst du vielleicht so dehnen, aber am Ende transformierst du dich in eine Firma und von da auf ist es ja nicht nur mit diesen 15.000, die du dann mehr verdienst im Monat, sondern es ist ja dann letztendlich mit jedem weiteren Mitarbeiter, den du dann letztendlich einstellst und jetzt mal bei dem Thema Neukundengewinnung, bis zu dem Zeitpunkt und jetzt immer von dem Punkt geht es in die Skalierung rein. Ja, und dann hast du letztendlich mit jedem weiteren Mitarbeiter hast du diese 15.000 im Monat zusätzlich in der Tasche. Und es gibt Leute da draußen, die sind schon ein bisschen weiter, die kommen auf mich zu, haben schon ein paar Mitarbeiter und die haben halt pro Mitarbeiter nur eine Marge von 3.000 bis 5.000 Euro in der Tasche. Auch da können wir weiterhelfen, auch da kann man optimieren. Und ich sage hier einfach nur so Sachen wie, ja, verkaufen, positionieren, verschiedenes Preisen, also generell mal Preisverhandlungen das Thema. Ja, also das ist letztendlich am vorderen Ende Preisverhandlungen positionieren, Hochwertigkeit, Qualität, ja, wie präsentierst du dich, deine Webseite, wenn du überhaupt schon mal eine hast und so weiter und so weiter und so weiter. Filme, Bilder, Texte, ja, in sämtlichen Social Media, das ist sozusagen das nach vorne und das nach hinten im Backend. Und wo holst du die Leute her? Ja, wie kaufst du sie ein? Aus welchen Ländern? Ja, sitzen die zufällig in Österreich, in der Schweiz oder in Holland oder sitzen die eventuell in anderen Orten, ja, wo sie jetzt ein bisschen günstiger sind? Ja, oder auch innerhalb von Deutschland gibt es ja auch unterschiedliche Bundesländer, wo auch gute Leute sind, die aber wesentlich günstiger sind, als wir jetzt vielleicht direkt in der Münchner Leopoldstraße. Wenn da ein Entwickler sitzt, wird er dir wahrscheinlich
bis zu 2 bis 3 Mal mehr kosten, als wenn er irgendwo da in Sachsen oder irgendwo ist. Ja? Oder halt auch sonst woanders. Ja, ich möchte jetzt keine gezielten Orte hier nennen, niemanden zu nahe treten. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Ja? Es gibt teilweise bis zu 5 Schichten. Ja? Wenn du einfach mal jetzt als, wenn jetzt ganz banal, ja, irgendwie dich auf Freelancer-Map irgendwo einträgst, ja, weil es einfach der einfachste Weg ist. Also Recruiter, die dich da normalerweise finden, auch da gibt es ein paar Nuggets, aber das sind meistens die, die ja insgesamt am wenigsten Ahnung haben. Ja. Das ist auch nochmal ein Learning jetzt abschließend. Es werden dich auch Recruiter anfragen, habe ich am Anfang schon gesagt. Wenn du für dich dann entschließen solltest, mit uns gemeinsam Marketing und so weiter zu betreiben, sei es bezahlte Werbung oder organische Werbung oder Telefonakquise oder Marketing, E-Mail-Marketing. Aber diese Recruiter sind in der Regel die hochwertigeren. Was bedeutet das? Das sind Recruiter, die näher am Endkunden dran sind, wesentlich näher. Die Recruiter, die sich finden auf so Plattformen wie Freelancer, Freelancer.de und so weiter, das ist vielleicht jetzt der einfachere Weg für dich, ne? Ist irgendwie kostenlos, kannst dich da eintragen und so weiter, sind die, immer die Recruiter, und das hat sich diese Woche wieder eindeutig so bewiesen, die am absolut untersten Ende dieser Nahrungskette sich befinden. Das bedeutet, es sind häufig die, die nochmal 2, 3 Recruiter über sich haben und dann dort sich schon mal wieder 20, 30 bis 50 Euro die Stunde für dich eben nochmal verlieren. Ja, einfach nur fürs Weitervermitteln. Also das heißt, da findet nicht mal mehr irgendeine Wertschöpfung statt. Ich meine, dieser eine Recruiter, der macht sich wenigstens noch die Arbeit und findet dich. Ja, und prüft dich und stellt dich ein und so weiter. Aber der gibt es dann nur weiter einen weiteren und der nur wieder weitere und nochmal einen weiteren oder sowas in der Richtung. Da findet keine Wertschöpfung mehr statt. Ja, wenn nur ein Recruiter dazwischen wäre, ja, also wenn du jetzt, könntest du zum Beispiel argumentieren, ja, Thomas, du bist ja dann auch nichts anderes wie so ein Recruiter. Nein, wir sind schon was anderes. Wir sind ein Consulting. Wir sind eine Agentur. Das heißt, wir nehmen Hörer in die Hand und akquirieren für dich und dann gehört dir dieser Kunde, ja. Wir haben da auch keine Furcht, dich groß werden zu lassen. Ja, das Recruiter wollen dich ja quasi immer in der Box halten. Ja, dass du einfach so, also auf alle endlosen Zeiten und so weiter halt einfach dann auch immer, also vorhersehbar in diesem System da eben drin bist. Mir macht das nichts, wenn du irgendwann 100 Leute hast. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, wir haben uns auch schon mal in der Vergangenheit an Firmen beteiligt, die dann wirklich durch die Decke gegangen sind. Also, richtig geile Sache. Melde dich bei uns für ein Erstgespräch, ein Erstcall. Ich freue mich auf dich und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sorry, dass ich ein bisschen müde war, ein bisschen abgespannt, aber es war wirklich eine harte Woche, aber eine sehr erfolgreiche Woche und darauf trinke ich jetzt ein Glas Wasser. Denn morgen geht's wieder los. Morgen ist Samstag und da habe ich eine neue Mitarbeiterin für mich hier in dieses Büro reinbestellt. Die kann sehr gut WordPress und die werde ich jetzt nochmal einen Tag lang richtig fett trainieren und dann kann sie starten. Ja, Landingpages bauen und so weiter. Und dann am Sonntag haben wir hier nochmal ein kleines Shooting, ja, so ein bisschen mit Filmen und Fotos und so weiter. Wir haben nämlich gemerkt, dass wenn man gutes Material hat, dass nämlich die Wahrnehmung bei deinem Kunden oder bei den Recruitern auch nochmal um einiges steigert. Also wir sind nicht per se gegen Recruiter, möchte ich nochmal sagen. Wenn es die richtigen Recruiter sind, ja, und nicht noch 2, 3 irgendwie nochmal dazwischen, nochmal dazwischen, nochmal dazwischen, ohne jegliche Wertschöpfung da einfach nochmal was abgreifen. Ne? Also zum Abschluss nochmal, wir sind nicht per se gegen Recruiter, ganz im Gegenteil. Ja, es gibt einige Recruiter, die sind sehr, sehr gut und mit denen arbeiten wir auch sehr gerne zusammen und so weiter und so weiter. Ja, also bis zum nächsten Mal. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ich fange schon zum Lallen an. Ich werde morgen nochmal ein Video machen, wie es nach dem Training war, nach der Trainingssession mit meinen neuen 2 Mitarbeitern. Ich glaube, es sind sogar 2, die kommen. Eine kommt am Nachmittag. Ich hoffe, die kommen auch beide. Und dann freue ich mich darauf und dann gebe ich euch nochmal ein Update übermorgen nach dem Shooting. Bis dahin dann, Thomas Klein, und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.